Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr wisst, dass ich am Wochenende in dem Clan Back Dragans war. Es war ja nicht das Wochenende, es war über den Vatertag. Also über den Vatertag war ich in einem anderen Clan mit dem Thorsten zu Gast. Und daher auch dieser Titel Gesicht wahren. Also ich musste hier so ein bisschen auch mein Gesicht wahren, muss ich sagen. Denn immer wenn du so ein bisschen, glaube ich, neu in irgendeinen Clan reinkommst, dann gucken die Leute so ein bisschen auf dein Profil, gucken vielleicht bei Clash of Stars, was macht denn der eigentlich, wo kommt der her und so weiter. Und ich wollte hier unbedingt so ein bisschen, ja, ich will immer dann so ein bisschen mein Gesicht wahren. Viele urteilen oder viele Clans urteilen dann auch immer an den CK-Sternen. Alter, der hat ja über 1400 CK-Sterne, wo kommen die her? Ja, dann kann man natürlich sagen, ehrlicherweise, 1300 habe ich mit meinem Rathaus 7 gemacht und die anderen 100 mit Rathaus 8, 9, 10, 11 und 12. Kann man so sagen, ist aber sicherlich nicht so. Und ich habe so ein paar Angriffe noch verpasst. Die ersten Angriffe richtig, richtig viele könnt ihr auf Twitch angucken. Das Video ist, glaube ich, noch 30 Tage jetzt verfügbar. Dort haben wir nämlich richtig viel live aus diesem Clan gesehen. Und ich war ganz froh. Warum war ich eigentlich hier? Weil der Clan Spätzle mit Soße etwas zu früh mit der Clankriegssuche begonnen hat und schnell einen Gegner gefunden hat. Und ich war leider aus dem Clan Herausforderer, weil ich da ein bisschen gespendet habe, ein bisschen zu spät da. Dann habe ich gedacht, dann suchst du dir kurz mal irgendeinen Clan hier, wo du einen CK mitspielen kannst, um so ein bisschen in Übung zu bleiben. Und ich habe hier ja nichts mehr zu verlieren oder zu gewinnen. Eigentlich mache ich ja schon seit Monaten mit diesem Account hier auch nur Dauer-CK, egal ob Liga oder CK. Ich war, glaube ich, die ganze Zeit nicht ein einziges Mal jetzt auf Rot gestellt, doch zur Logo Clash, glaube ich, da war ich kurz mal rot, aber das war es dann auch. Und der Archel hier, Archel von dem Clan Black Dragons, das Dragans, ich nenne das mal jetzt so Dragans, kommt übrigens, wenn ihr jetzt danach googelt, ist ein serbischer Vorname oder aber auch eine Gänseart. Vielleicht hat sich auch jemand vertippt, das wissen wir nicht ganz so genau, denn der Leader hat diesen Clan hier, glaube ich, irgendwie übernommen, als er noch Clan Level 2 war. Und dann behältst du sowas natürlich. Warum sollst du einen neuen aufbauen, wenn es ja schon einen gibt, der schon ein bisschen was vorzuweisen hat? Und coole Truppe hier, muss ich sagen. Sehr, sehr stark, etwas älterlastig. Das habe ich ganz, ganz, ganz klar an der Schreibweise in den Chats hier mitbekommen. Aber wir schauen mal weiter rein, ob auch noch andere ihr Gesicht hier gewahrt haben. Nummer 4 auf Nummer 7, der Oi hier, der Oi. Oi. Okay, Oi. Das ist Rathaus 12 auf Rathaus 11 allerdings schon, aber es macht nichts. Dips gehören halt auch mal zum Tagesgeschäft von jedem von uns, sage ich jetzt mal. Und gegen die Boxbase, also der Gegner hatte unheimlich viele Boxbases hier. Da hätte man schon so ein bisschen mehr machen können, gerade mit den Taktiken. Mit Hox irgendwas mit Luft, gerade, also gerade gegen diese Bases hier, ihr wisst das selber, die so ein bisschen länger schon angreifen und auch gegen solche Bases immer mal wieder anstinken müssen, die sind in Ordnung, wenn du nicht weißt, wie gehe ich jetzt gegen so eine Base vor. Aber das ist hier jetzt gerade ein Mess Angriff mit allem eigentlich. Das hier sind Bowler, hier sind Hexen, hier, da unten sehe ich einen Pekka, okay, ich sehe einen Warden, ich sehe einen King, der ist alles dabei. Und irgendwie kriegst du dann so ein Rathaus hier, so ein Elfer, denke ich mal, kann man so machen, muss man aber nicht, kann man auch ein bisschen eleganter lösen, aber denke ich mal, trotzdem schön gemacht hier, denn irgendwo versuchst du natürlich gerade im zweiten Angriff noch irgendwo etwas zu tun, und wenn es dann halt noch Dips sind, dann ist es halt so. Aber ich denke mal, schönes Ding hier. Hat der Oi auf jeden Fall sein Gesicht hier gewahrt. Und tollerweise konnte ich meinen Angriff genau auf eine so einer Basis hier trainieren. Komme ich aber gleich zu, mal sehen. Gesicht wahren. Der Pascal hier, 3 auf 2. Hier war zu dem Zeitpunkt nur ein Stern drauf. Also der Stern, oder überhaupt, wenn es mehr Sterne werden, ist unheimlich wichtig hier für den Clankrieg gewesen, denn das war schon, das war schon ziemlich am Ende. Und hier habt ihr gerade gesehen, hier unten mit einem Elektrodrachen war auch schon das Rathaus aktiviert. Ist natürlich, ist ein bisschen uncool, dass du es gleich aktiviert bekommst, denn dann fängt das sofort an, auf 5 Ziele zu feuern. So für die, die es nicht wissen, also dieses Rathaus auf der Ausbaustufe 5 macht 200 Schaden auf 5 Ziele maximal. Und wenn die Bombe fällt, also der Giga-Tesla nochmal fällt, dann kommen nochmal
1000 Schaden hinzu. Das war eine Frage auf der Local Clash. 1000 Schaden hinzu in einer gewissen Range, also so ein Flächenschaden. Und wenn du dort nicht alle Sinne beisammen hast oder dein Warden schlecht zündest, da eine ganze Masse Bowler drin hast oder Kleinstruppen, dann sind die alle weg. Muss man mal ganz klar so sagen, wenn du den Warden nicht rechtzeitig zündest. Denn in der Warden-Aura überlebst du diese Bombe immer ganz gut. Ich denke auch öfter mal nicht dran. Mir sind auch schon so viel Bowler bei irgendwelchen Rathäusern verendet, wo ich dann immer so im Nachgang gedacht habe, ah, Mensch, hättest du da mal deinen Warden gezündet, hättest du 10 Bowler mehr im Feld gehabt. So sind sie dann weg und dann kämpfst du da mit den restlichen Truppen, die du noch so hast. Aber hier auf diese Base, oh, entschuldig bitte, ich muss mal eben Bäuerchen machen. Hier auf diese Base war der zweite Stern in jedem Fall ausschlaggebend, also 62%, da geht jetzt noch ein bisschen was. Denn im ersten Wurf wurde sie nur geeinert. Und ja, ich glaube, Gesicht gewahrt, Pascal, kein Thema, auch wenn er spät angegriffen hat. Hat das nicht vergessen, finde ich auch sehr, sehr gut. Und alle ziehen hier auch ziemlich stark an einem Strang, muss ich sagen. Absprachen finden cool statt, also auch, was man machen will, was man machen muss. Und wenn ihr den Livestream seht, ich kann ihn euch nur empfehlen auf Twitch, in welcher Frequenz die hier angegriffen haben. Die haben mich gut auf Trab gehalten, hier muss ich sagen, in dem Livestream, denn ich kam fast nicht raus. Ich konnte so einen Angriff nach dem nächsten zeigen. War schon wirklich schön, muss ich sagen. Freut mich natürlich super als Streamer, wenn so ein Clan mitarbeitet, obwohl er gar nicht weiß, dass er mitarbeiten könnte. So will ich es ja auch mal sagen. Ich sage ja nicht in jedem Clan, hey, ich bin der Toto, der tolle YouTuber oder so ein Mist. Mache ich in keinster Weise. Und ich habe hier aber auch angegriffen. Ihr seht jetzt schon das Ergebnis, 56, 53. Ich habe hier auf die 1 angegriffen, denn ich war ja so ein bisschen überrascht, dass ich hier auch an 1 gelistet war. Das bin ich gar nicht gewohnt aus meinen anderen Clans, wo ich immer bin, dass ich hier auf 1 bin. Und ich habe auch gut kassiert. 96%, das ist jetzt nicht gerade weit weg, aber ich habe mein Gegenüber dann auch gemacht mit 85%. Das war, glaube ich, ganz in Ordnung. Ich habe da ein bisschen geübt, gerade im Moment mit der Schweinereitertruppe. Und das ist mir tatsächlich auch mal auf die 5 hier gelungen. Hätte ich auch mal gar nicht mal so gedacht, dass ich dort mal 100% schaffe. Aber wenn man sich die Base anschaut, ist genau wie die Base von eben so in etwa eine Boxbase. Und es ist auch gar nicht so richtig gelaufen, wie es eigentlich wollte, muss ich mal so sagen. Denn hier sind mir doch so ein paar Truppen weggeglitten. Der Ice Golem sollte eigentlich hinter der Karre erst, weil der überholt die Karre sowieso. Und dann ist er hier doch ein bisschen nach außen gegangen. Ah, da habe ich schon wieder die kleine Krise gekriegt. Weißt du, so am Tablet so, oh nein, 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 Gott, oh Gott, oh Gott. Na egal, aber meine drei Helden gehen mit rein hier. Das ist schon mal super in die Mitte. Da gibt es jetzt nicht wirklich viel Beschuss. Da ist nur der Multi-Inferno. Und ihr seht, dass hier die restlichen Infernos, der hier rechts hier, der ist auf 6 und der ist erst auf 2. Und so musste ich eigentlich nur das einzige Problem war so ein bisschen der Elektrodrache hier. Der hat mich ein bisschen abgenervt, muss ich sagen. Den musste ich jetzt auch mal kurz, ich weiß gar nicht, war das mein Freeze? Ich glaube, das war mein Freeze gerade. Den habe ich kurz mal stillgelegt. Außen geht mein King. Der kriegt jetzt auch Beschuss erstmal vom Multi. Hier in der Mitte ist noch meine Königin. Das ist ein Dreier-Rathaus-Ausbaustufe. Also da kommt der Gigatesla nicht raus und es fällt keine Bombe raus. Ich habe schon ewig nicht mehr mit Hogridern hier in CKs angegriffen. Auch wenn die Base nicht so gut war, waren das immer gerne mal Fails, so in Friendly Challenges oder beim Farm. Und deswegen habe ich sie echt schon unheimlich lange nicht mehr genutzt. Selbst wenn sie über so eine Base doch recht dominant sind. Aber so also nervender King hier, okay, aber ihr seht das, die Mushawks hier, die haben jetzt nur noch hier so ein, die haben so eine richtige Spur, ne? Immer so eine Defense nach der nächsten. Die weichen nicht mehr ab, es sei denn, es steht hier irgendwo außen noch etwas, aber hier hat halt nichts mehr gestanden. Und deswegen habe ich hier ganz, ganz gemütlich am Ende auch schon gedacht, naja, komm, hast noch ein Heil, hast noch ein Freeze. Der Heil hier jetzt schön in die Mitte gesetzt für die paar Hocks, damit die nicht im 6er Infernos verenden und damit der Freeze nicht ganz unnötig ist. Einmal den King ein bisschen weggefrostelt hier und dann mit den Hoggies weggemacht. Hier unten läuft noch mein King voller Warden da noch dabei, der noch ein paar Truppen in der Aura hat. Und so habe ich hier so ein bisschen mein Gesicht gewahrt mit 185% hier in diesem CK. Ich glaube, das ist für mich in Ordnung. Das wisst ihr ganz genau. Und das wusste der Clan jetzt aber nicht. Aber wir haben ein schönes Ding hier hingelegt. Die anderen Angriffe, glaube ich, habe ich alle im Live-CK gezeigt. Außer jetzt meinen. Ah, komm, den.
dann nehmen wir den auch noch eben mit. Den mache ich auch mal ein bisschen schneller, denn bei den 85%, dabei habe ich auch gerne mal ein bisschen was vergessen. Also hier mit der typischen im Moment Kombination mit Betzbell. So genau wusste ich gar nicht, wo ich den ansetzen soll, aber ich wusste, das Rathaus holst du dir erstmal. Das Rathaus holst du dir erstmal, also vielleicht auch für die Zwölfer, wie man es machen kann. Gerade jetzt, wo die CWL, dann steht 2 Sterne. Ja, ihr wisst Bescheid. Und da habe ich schon gedacht, das ist doof, dass die Bombentürme da stehen bleiben. King und Queen gehen jetzt leider auch außen rum. War auch ein bisschen, war vom Murks, aber der King will jetzt schon rein. Der fühlt sich gerade von der Queen ein bisschen angezogen. Hier in der Mitte, ich kriege meine Truppen in die Mitte. Das ist natürlich super, worden schön gezündet, alle Bowler oder relativ viele Bowler noch am Leben, allerdings der doofe Drache da in der Mitte, okay, den habe ich jetzt gegiftet und dann kam es einfach nur so ein bisschen auf den Speed an, denn ich bekomme den Drachen bekommst du nicht weg, ist einfach mal so, jetzt ist er doch tatsächlich im Gift gestorben, vielleicht noch von irgendetwas, was ich dahinter hatte, ich konnte es gar nicht so schnell gerade sehen, hier hinten habe ich jetzt die Bets gesetzt und Adler geht, glaube ich, sogar noch down. Hier, damit habe ich nämlich dann den Packer so ein bisschen den Arsch gerettet hier außen, denn die holen mir jetzt die restlichen Prozente, sind jetzt noch mal kurzfristig in Heilung und so wurden das hier auch 85%, die habe ich ein bisschen zu spät gesetzt, habt ihr eben gesehen, die habe ich vergessen, ich habe meine Packies vergessen. Wie kann ich nur die Damenwelt vergessen? Naja, ist nicht so schlimm, aber trotzdem, ich fand es in Ordnung hier und ich habe es auch genossen, diese 2-3 Tage, ich glaube, wir haben einen Tag noch keinen Clanky gespielt und der 56-53 Sieg ist hier äußerst verdient für den Clan Black Dragons. Die sind hier, glaube ich, auch ziemlich pickepacke voll. Spielen, glaube ich, demnächst eine 30er CWL. Aber das, was ich erstmal mache, ich hoffe, ich habe mein Gesicht hier gewahrt bei euch. Und will aber jetzt wieder in den Clan Spätzle mit Soße, denn die Liga steht bevor. 1-3 Tage noch oder so. Am Wochenende nochmal den 50er Live-CK auf 2 Tage gestreamt auf YouTube. Jeweils so gegen 21 Uhr. Am Samstag und am Sonntag. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und wir sehen uns. Bis dahin. Schönes Wochenende. Dennoch gewünscht von euch, für euch. Euer Toto. Ciao, ciao. Flasht.